Grundsätzlich sehen wir hier ein Grid. Dieses Grid besteht aus verschiedenen Buttons und wenn ich Tab drücke, selektiere ich das erste Element. Mit Tab kann ich jetzt durch die einzelnen Elemente durchselektieren. Das ist nicht sonderlich weltbewegend und mit Steuerung Tab kann ich wieder zurückgehen. Was wir aber machen wollen, ist wirkliche Tastaturbedienbarkeit. Das bedeutet, wir können die Pfeiltasten nutzen, um nach unten zu gehen, um nach links zu gehen, um auf die andere Seite zu gehen, wenn wir noch einmal weiter nach links gehen oder auch dasselbe, wenn wir nach oben gehen. Wir erzeugen also eine wirkliche Tastaturbedienbarkeit, wo ein Nutzer in der Lage ist, jedes Element beliebig auf den schnellstmöglichen Weg mit der Tastatur bedienen zu können. Und wie das alles funktioniert, warum das wichtig wird, das seht ihr in den nächsten Minuten. Also auf geht's! Dann wollen wir uns mal mit der Frage beschäftigen, warum du das in deinen UIs eigentlich brauchst. Der wichtigste Punkt ist bessere UI/UX für Power-User. Vor allem im Enterprise-Umfeld ein sehr begehrtes Feature, was häufig eingefordert und ein Must-Have ist. Daher sollte man auf jeden Fall wissen, wie man das Ganze bauen könnte. Der nächste wichtige Punkt ist das ganze Thema Barrierefreiheit. Zum Beispiel die EU-Richtlinie 2019/882, wo ihr Tastaturbedienbarkeit ermöglichen müsst. Und dieser EU-Accessibility Act ist halt in Zukunft auch keine optionale Geschichte mehr, sondern es wird für viele verpflichtend. Daher sollte man sich mit dem Thema Tastaturbedienbarkeit auf jeden Fall mal auseinandersetzen. Und der letzte Punkt ist das ganze Thema Desktop-Software und Special Use Cases. Was genau meine ich damit? Zum Beispiel mit Electron könnt ihr mithilfe von Web-Technologien Desktop-Software bauen. Hier wollen wir dem Nutzer eine möglichst native Experience bieten und die können wir aktuell nur bieten, wenn wir Tastaturbedienbarkeit so umsetzen, wie sie auch in anderen Desktop-Software-Programmen oder zum Beispiel im File Explorer auch geboten wird. Daher sollten wir das da berücksichtigen. Special Use Cases wäre so etwas wie eine UI, die auf einer Maschine in einer Fabrikhalle läuft, wo der Nutzer eventuell nur eine Tastatur hat. Und das ist kein seltener Use Case, sondern eher die Regel, wo einfach keine Maus vorliegt. Das müsst ihr also berücksichtigen und dafür ist es wichtig, sich mit dieser Technologie mal auseinanderzusetzen, auch wenn es euch eventuell gerade noch nicht richtig betrifft. So wie immer in meinen Videos legen wir natürlich los mit einer Setup-Erklärung. Alles Wichtige findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt, da erkläre ich, was das hier alles an der Seite bedeutet. Ansonsten ist das hier Visual Studio Code, das an der Seite ist Chrome. Und wenn ihr Fragen oder Probleme habt, findet ihr oben in der Videobeschreibung einen Link zu Discord, wo ihr der Community joinen könnt, Hallo sagen könnt, einfach mal vorbeischauen könnt. Und ansonsten, ja, legen wir jetzt los mit dem eigentlichen Video und wie wir eigentlich unser Setup aufbauen werden. So, dann legen wir los mit dem heutigen Video. Das erste, was ich mache, ist, ich erzeuge mir hier eine Divbox. Diese Divbox bekommt von mir eine Klasse, nämlich die Klasse Grid. Das nächste, was wir brauchen, ist eine ganze Reihe von kleinen Button-Elementen. Aber warum brauchen wir die eigentlich? Ich habe mir jetzt hier mal eine ganze Reihe von Buttons reincopy-pastet und die haben alle die Klasse von mir bekommen, nämlich Grid Item. Bei euch würden die wahrscheinlich noch ein Klick-Element bekommen oder irgendwelchen Text oder was auch immer. Für uns ist das egal. Wichtig ist, der erste wichtige Punkt, wenn man Tastaturbedienbarkeit ermöglichen möchte, nur Elemente nutzen, die dafür vorgesehen sind. Und das sind in der Regel Buttons, Links oder Formularelemente. Alles andere ist eigentlich nicht interaktiv im Web und sollte daher möglichst vermieden werden. Ihr werdet in den meisten Fällen bei so einem Setup wahrscheinlich Buttons oder Links benutzen, um eine solche Tastaturbedienbarkeit zu ermöglichen. Mehr müssen wir auch gar nicht machen im HTML und jetzt gucken wir mal an, dass das alles ein bisschen schöner aussieht. Hier in unserer SCSS-Datei bzw. in unserem CSS-Part dieses Videos erzeuge ich mir jetzt einen Zugriff auf die CSS-Klasse Grid, die wir ja gerade gestaltet haben. Wie der Name schon sagt, wollen wir das alles gerne mit Grid positionieren und in meinem Fall sage ich, ich möchte gerne 5 Spalten haben, die jeweils ein Fragment, also ein FR, breit sind. Wenn ich das abspeichere, sehen wir, dass die Elemente sich hier auch schon wunderbar in 5 Spalten sortiert haben und wir können jetzt dafür sorgen, dass zwischen diesen Elementen mithilfe von Gap einfach ein bisschen Abstand existiert und in meinem Fall möchte ich gerne, dass mein Grid 70% des Screens einnimmt. Für dieses Tutorial ist es aber komplett egal, welche Column Size ihr verwendet. Wichtig ist nur, dass ihr hier Grid und vor allem Grid Template Columns verwendet, weil darauf werden wir uns später beziehen, um unser Grid zu berechnen, weil aktuell kommt hier alles über CSS. Also selbst wenn man das mit JavaScript-Frameworks wie React, Angular, Svelte oder sowas benutzen würde, könnte man das jetzt einfach über eine Schleife generieren und wäre noch nicht wirklich kompliziert dabei. Die einzelnen Elemente, die wir hier drin gestalten wollen, sind nicht wirklich aufwendig. Wir sagen, okay, die nehmen 100% ein der Spalte, die sie zugewiesen bekommen. Außerdem sind sie genauso hoch wie weit, das machen wir über Aspect Ratio und geben jedem Button quasi keine Border, dafür eine Hintergrundfarbe, das ist so ein ganz schwacher Weißton. Damit man später eine kleine Animation sieht, sagen wir Transition All 150 Millisekunden. Außerdem sagen wir eine Schriftfarbe in meinem Fall und eine Schriftgröße sowie ein Border Radius in meinem Fall von einem REM. Wenn ich das abspeichere, sehen wir jetzt hier so kleine Buttons. Wir können das natürlich modifizieren, zum Beispiel, dass das innerhalb des Tutorials besser aussieht. Sagen wir, wir wollen einfach mal
drei Spalten. Natürlich könnt ihr das ohne weiteres auch mit Media Queries anpassen. Unser Skript wird später auch so funktionieren, dass auch wenn sich die Spaltenzahl verändert, unser Skript weiterhin funktioniert und alles macht, was es soll. Das erste, was wir supporten wollen, ist ein einfacher Mouse-Over. Wenn ich jetzt mit der Maus über die Elemente gehe, kriegen wir so einen ganz leichten Bounce-In-Effekt. Das können wir auch stärker machen, zum Beispiel mit 1.1. Wenn ich jetzt hier rüber gehe, ist das deutlich stärker. Was wir jetzt aber machen wollen, ist diesen Effekt, nämlich den Fokus-Effekt anzusprechen. Hierfür gibt es zwei verschiedene, nämlich einmal Focus Visible und Focus. Beide Fokus-Effekte sind natürlich im Web vorhanden und müssen nicht weiter berücksichtigt werden. Und Focus ist quasi der Effekt, wenn ich mit der Maus hier draufklicke. Das ist ebenfalls ein Fokus-Effekt. Wenn ich jetzt mit Tab das auswähle, ist das Focus Visible. In dem Moment würde ich gerne einmal sagen, dass wir die Schriftfarbe verändern, aber auch Outline verändern. In meinem Fall sage ich, Outline verändern wir über diese Operatoren. Wir sagen, dass wir so eine gedashte Linie haben wollen. 2 Rem soll die Breite sein, die soll blau als Farbe bekommen und ein Offset bekommen von 5 Rem, also 0.5 Rem. Wenn ich das jetzt abspeichere und hier draufklicke, sehen wir, dass unser Element sich selektiert, aber derselbe Effekt ist auch, wenn ich hier reingehe. Bei euch ist das natürlich komplett selbst überlassen. Ich habe diesen Effekt jetzt absichtlich sehr prägnant gemacht, damit man im Laufe des Videos sehr deutlich sieht. Vielleicht sollten wir hier auch einfach nochmal die Deckkraft der einzelnen Buttons ein bisschen erhöhen, dass ihr das alles besser sehen könnt. Aber das ist auch schon alles, was wir machen können und was wir machen sollten. Was wir jetzt noch als Nice-to-have hinzufügen können, ist ein Active, dass wenn ich zum Beispiel ein Element auswähle und die Leertaste drücke, dass man erkennt, dass ich was drücke, wenn ich die Tastatur benutze. Ansonsten ja, war es das auch schon und wir können damit anfangen, unseren wirklichen Effekt zu verstehen und erstmal zu verstehen, was unser Ziel jetzt eigentlich ist. Bevor wir jetzt weitermachen, nachdem wir unsere kleinen Buttons erstellt haben, ist die Frage, was wollen wir denn eigentlich genau erreichen? Ich habe es ja zu Beginn des Videos schon einmal gezeigt, dass wir einen Button haben und auf diesen Button können wir jetzt auch schon draufklicken. Das funktioniert wunderbar. Wir wollen aber die Tastaturbedienbarkeit ermöglichen und nicht nur einfach eine Tab-Selektion, sondern wirklich mit den Pfeiltasten, dass wir dynamisch durch unsere Elemente navigieren können. Das bedeutet, wir haben mehrere Buttons, wie wir auch gerade schon erzeugt haben und können jetzt zum Beispiel sagen, wir haben diesen Button selektiert und mit der Pfeiltaste nach rechts können wir den Button daneben auswählen. Wenn wir jetzt auch eine andere oder ein größeres Grid haben, wollen wir ebenfalls nach unten gehen können. Also das ist unser Ziel, was wir erreichen wollen. Also unsere Pfeiltasten sollen einfach unseren Fokus in unserem Grid bewegen können und das ist auch schon alles. Aber was heißt das denn jetzt für uns? Was müssen wir als nächstes machen? Grundsätzlich, wir haben unser Element und haben davon ein Grid. Dieses Grid müssen wir verstehen. Also wir müssen bestimmen können, wie viele Spalten und wie viele Rows benutzen wir denn in unserem Grid. In meinem Fall zum Beispiel 3 Spalten, wie ihr hier gerade seht, und 2 Rows, also 2 Zeilen. Das nächste, was wir machen müssen, ist, jedem unserer Elemente diese Koordinate in diesem Koordinatensystem zuweisen. Also zum Beispiel sagen, dass diese Box die Koordinate 1, 2 hat, damit wir dann entscheiden können, wenn wir von dieser Koordinate ausgehend das nächste Element, zum Beispiel das, was mit der Pfeiltaste nach rechts angesteuert werden kann, auswählen möchten, dass wir sagen können, das hat die Koordinate 1, 3, weil so können wir eine Selektion vornehmen und unseren Fokus verschieben. Aber wie das Ganze in JavaScript aussieht, gucken wir uns jetzt mal im Code an. So, nachdem wir jetzt wissen, was wir vorhaben, sage ich, okay, wir brauchen als erstes eine Liste aller unserer Elemente. Das mache ich mit Document Query Selector All auf unsere Klasse Grid Items. Außerdem brauchen wir unser Element, also unser Grid, wo das alles definiert wird. Und das speichern wir als Grid und dann auf die Klasse Grid einfach ab mit Query Selector. Wunderbar. Das nächste, was wir machen, um unsere Logik besser zu verstehen, wir erstellen uns eine Funktion, die heißt Calculate Rows and Columns. Diese Funktion erstellen wir uns auch mal kurz, aber die macht noch gar nichts. Darum kümmern wir uns gleich, weil wir müssen erst einen kleinen Fallback abhandeln, beziehungsweise einen Edge Case, und zwar was passiert, wenn der Nutzer unseren Browser-Screen neu lädt, beziehungsweise in der Größe verändert. Unser Screen kann dann eventuell durch Media Queries andere Columns bekommen und das müssen wir abfangen. Was heißt, wenn unser Window ein Resize-Event auslöst, dann würden wir gerne alles nochmal neu berechnen, sodass JavaScript danach auch weiterhin funktioniert. Das erste, was wir jetzt bestimmen wollen, ist natürlich die Anzahl unserer einzelnen Columns. Aber wie können wir das in JavaScript denn erfahren? Wir könnten jetzt hingehen und irgendwie berechnen über die Position, wie wir das alles machen. Das wollen wir nicht. Viel zu kompliziert, viel zu umständlich. Wir gehen direkt über eine JavaScript-Funktion, nämlich getComputedStyle, auf unser Element, nämlich auf unseren Grid, und greifen hier straight away einfach unsere Grid. Ja, Columns ab. In dem Moment haben wir eine Liste unserer einzelnen Columns. Um das Ganze besser zu verstehen, logge ich uns das Ganze mal. Wir gucken uns das mal im Inspect an. Und in dem Moment sollte ich das vielleicht mal hier unten hin positionieren. Und wir sehen jetzt, wenn ich das hier abspeichere, dass wir hier eine Liste bekommen.
und zwar die Größen unserer einzelnen Spalten. Das ist uns eigentlich ziemlich egal, weil was wir wissen wollen, ist nicht die Größe, sondern die Anzahl. Das bedeutet, wir erzeugen uns eine weitere Variable, nämlich Columns Count, und gehen jetzt hin und nehmen unsere Variable mit diesen drei Einträgen und splitten unseren String, den wir hier zurückbekommen, immer da, wo ein Leerzeichen ist, auf, weil wir sehen hier sind zwei Leerzeichen, und berechnen uns dann von unserem generierten Array die Länge. Das bedeutet, wenn ich mir das ausgeben lasse, sehen wir, wir haben eine Array, also eine Länge von drei Columns. Wunderbar, das funktioniert also schon mal super. Das nächste, was wir brauchen, ist noch die Anzahl unserer Rows. Unsere Rows können wir einfach berechnen, indem wir sagen, unsere Rows Count ist einfach, ja, aufgerundet unsere Länge unserer Elemente durch, in meinem Fall, einfach die Anzahl unserer Columns, weil wir wissen ja, wenn wir drei Columns haben und wir haben so viele Elemente, können wir am Ende bestimmen, wie viele Rows es gibt. Damit wir das Ganze auch korrekt auslesen können, müssen wir das Ganze jetzt noch bereinigen über MassSeal, und wenn wir das machen und hier unten ausgeben, sehen wir, wir haben 5 Rows, und wenn wir hier zählen, sehen wir 1, 2, 3, 4, 5. Wunderbar, funktioniert. Damit können wir schon mal weitermachen, und weil wir später ja einen Max- und Min-Wert brauchen, unsere Rows, um zu bestimmen, wenn wir hier sind, dass wir ganz vorne entspringen, und wenn wir ganz unten sind, wieder ganz nach oben springen, dafür brauchen wir hier oben noch zwei Variablen, nämlich MaxRow und MaxColumn, und die definieren wir hier unten, indem wir einfach sagen, okay, hier definieren wir unsere Rows und hier unsere Columns und nehmen das hier weg, sodass wir das korrekt formatieren können. So, nachdem wir das jetzt bestimmt haben und wissen, wie viele Rows and Columns wir insgesamt haben, wäre es natürlich nicht schlecht, das Ganze unseren einzelnen Feldern auch einmal zuzuweisen. Hierfür nehme ich jetzt eine Schleife, und zwar sage ich, gehe durch jedes unserer einzelnen Grid-Elemente einmal durch und greife über EatItem auf dieses Element zu. Was wir nämlich jetzt machen wollen, ist einfach, um das Tutorial besser zu verfolgen. Wir wollen da etwas reinschreiben, einfach nur in das Element. Und zwar wollen wir da gerne etwas reinschreiben, nämlich RowCurrentCount und ColumnCurrentCount. Das ist einfach nur für das bessere Verständnis, und wenn ich das jetzt abspeichern würde, würde es nicht funktionieren, weil diese beiden Variablen noch undefiniert sind. Wir beginnen natürlich ganz oben in unserer Schleife, beziehungsweise vor unserer Schleife, beginnen wir mit jeweils 1. Wenn ich das abspeichere, sehen wir jetzt hier, überall steht 1 drin, und das ist der gute Ausgangspunkt, damit man das schön nachvollziehen kann. Was wir nämlich jetzt machen wollen, ist ganz am Anfang unserer Schleife beim ersten Element gucken, okay, ist unser erstes Element, was wir gerade haben, also unser Column Current Count, größer als unser Column Count? Also haben wir quasi die maximale Punktzahl erreicht oder nicht? Wenn das nicht der Fall ist, also wenn das der Fall ist, dann wollen wir zurück auf 1 gehen. Und wenn das der Fall ist, also wenn das Ganze quasi hier diesen Position erreicht hat, dann würden wir gerne 1 draufzählen. Also würden wir hier gerne mit plus plus einen Wert auf unsere 1 draufzählen. Wenn ich das abspeichere, sehen wir, hier haben wir Column 1, Column 2, Column 3. Dann würden wir ja theoretisch hier Column 4 erzeugen und springen hiermit zurück auf Column 1. Was heißt, das vierte Element hat wieder Column 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und so weiter. Sieht gut aus, funktioniert. Was wir jetzt machen können, immer wenn dieser Sprung kommt, dass wir wieder zurückspringen, wissen wir, wir sind eine Row weitergesprungen. Das bedeutet, wir können auch hier oben einfach unseren Row-State, den wir hier oben auf 1 definiert haben, einfach einen hochzählen, das Ganze abspeichern, und in dem Moment sehen wir unsere erste Row, unsere zweite Row, dritte Row, vierte Row, fünfte Row. Das funktioniert wunderbar. Damit haben wir unsere komplette Positionierung abgeschlossen. Aber wie können wir denn jetzt später im Skript wissen, dass wir diese Positionierungen haben? Wir haben das ja hier gerade einfach nur reingeschrieben. Wenn wir das Ganze jetzt mal untersuchen, kann ich hingehen und unser Element einfach über ein Dataset an unser HTML-Element binden. Das heißt, ich habe jetzt über data-column die 1 an unser Element Button dran gebindet. Dasselbe kann ich natürlich auch machen, in dem Moment, wenn ich hier die Row dran binde. Und so haben wir jetzt bei jedem einzelnen Element den Wert, oder besser gesagt den Unique Identifier, nämlich seine Spalten- und Zeilenposition, verfügbar gemacht, sodass wir später darauf zugreifen können, egal von wo aus der Anwendung wir einen Fokus auf einen dieser Buttons setzen. Und wie das alles funktioniert, ist das nächste Kapitel. So, und weiter geht's mit der Reise der Interaktivität, und was wir jetzt machen wollen, ist das hier. Wir wollen auf unser Document ein Event-Listen erlegen, nämlich das KeyDown-Event, und mit diesem Event wollen wir etwas machen. Das erste, was wir machen wollen, ist erstmal abfragen, um welchen Key handelt es sich eigentlich? Also welchen Knopf auf der Tastatur haben wir gerade gedrückt? Das speichern wir uns mal hier als Variable Key ab. Und das nächste, was wir machen wollen, ist kontrollieren, handelt es sich dabei eigentlich um einen Arrow Key? Das wissen wir aktuell noch gar nicht. Wir wissen aber, okay, es gibt insgesamt 4 Arrow Keys, nämlich genau diese hier. Arrow Up, Arrow Down, Arrow Left und Arrow Right. Das bedeutet, unsere Key-Variable hat jetzt einen dieser Werte, aber wir wollen jetzt hier drin checken,
kommt er da drin eigentlich vor? Das können wir ziemlich einfach, indem wir eine mini kleine Funktion, check if arrow ist vorhanden, quasi aufrufen und sagen, in Keys, also hier oben in diesem Array, ist dort unser Key, den wir gerade gedrückt haben, hier bei dem Event. Wir können das Ganze jetzt auch noch verschönern und das zum Beispiel direkt durchreichen, sodass wir das Ganze auslagern können. So, wunderbar. Wir wissen jetzt also, alles, was in dieser Condition steht, ist nur der Fall in dem Moment, wenn wir einen Key gedrückt haben. Das Schöne ist, wir können nämlich jetzt ein, in Klammern, natürliches Browserverhalten disablen. Wir können sagen, unser Event, unser normales Prevent Default wollen wir aufrufen und das sorgt dafür, dass zum Beispiel dieses Scrolling nicht mehr funktioniert. Aber Moment mal, würde das nicht jetzt bedeuten, dass auch wenn ich irgendwo anders auf der Seite Arrow Down, Up oder sonst was drücke, dass mein dass ich das normale Browserverhalten ausschalte? Absolut. Und das müssen wir verhindern. Das ist nicht gut. Und um das zu verhindern, müssen wir hier noch eine weitere Condition einbauen. Und zwar eine Condition, die überprüft, dass wir auch wirklich nur eins unserer Buttons hier selektiert haben. Das bedeutet, wir nehmen unseren Button, den wir gerade ausgewählt haben. Also beispielsweise, ich klicke jetzt hier mit der Maus rein und drücke die Pfeiltaste nach unten. In dem Moment ist dieses Element hier mein Target, also Event.Target. Das bedeutet, ich kann jetzt über zwei weitere Operatoren, nämlich ClassList und dann Contain, abfragen, ob unsere Klasse, die jeder unserer Buttons hier besitzt, nämlich GridItem, vorhanden ist oder nicht. Nur dann möchte ich das Default-Verhalten disablen und in dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere und hier mal ein Console.log aufrufe, auf zum Beispiel unser Event-Target, das machen wir jetzt einfach mal. Ich wähle hier eins aus, klicke hier rein und in dem Moment, wenn ich jetzt irgendwo hindrücke, seht ihr, unser Button wird selektiert und zwar nur, weil es hier drin ist. Wenn ich hier außen irgendwo hinklicke und die Tasten nach oben drücke, passiert gar nichts, weil unsere beiden Conditions verhindern, dass irgendwas passiert, weil wir auch nicht wollen, dass etwas passiert. So, das nächste, was wir wissen wollen, ist natürlich unsere Ausgangsposition, also wo hier in dem Grid sind wir eigentlich. Das wollen wir als Current Position abspeichern und das wollen wir über, ja, ganz einfach über unser Event rausfinden. Wir wissen, diese Position ist das, was wir gerade haben und hier wollen wir gerne das Ganze auch noch ein bisschen aufbereiten, weil unsere Position ist kein HTML-Element, sondern unsere Position ist quasi getRows and Columns, also welche Row und welche Column haben wir, weil das ist der Ausgangspunkt. Diese Funktion, die ich da oben aufgerufen habe, existiert aktuell noch nicht. Die sollten wir unbedingt erstmal auswählen bzw. hier unten definieren und sagen daher Function Row and Column. Und was wir hier übergeben, ist ja ein Element, das habe ich ja hier oben definiert, das übergeben wir an diese Funktion. Diese Funktion an sich übergibt uns zurück ein Objekt, nämlich ein Objekt einmal mit Row und einmal mit Column, also einmal die Row und Column unseres Elements. Und wir wissen ja, dass das quasi aus unserem Dataset kommt. Wir können also hier sagen element.dataset.row und unten können wir dasselbe natürlich auch noch einmal sagen mit element.dataset.column. Das Problem ist, hier bekommen wir Strings zurück, das müssen wir ein bisschen verändern. Und zwar müssen wir das Ganze als Integer parsen, sodass wir wirklich eine Zahl zurückbekommen. Und wenn ich jetzt hier oben unsere Current Position einfach einmal ausgebe, wo sind wir? Hier sind wir. Und ich sage jetzt hier console.log und ich logge mir das Ganze, wähle jetzt hier ein Element aus, inspecte das. So. Und wenn ich das auswähle und nach oben drücke, sehen wir, unsere aktuelle Position ist 3,2. Wir sehen, hier drin steht 3,2, also korrekt, wunderbar, funktioniert. Damit haben wir schon einen wichtigen Step geschafft. Was wir nämlich jetzt machen müssen, ist, irgendwie dafür zu sorgen, dass wenn ich die Pfeiltaste nach oben drücke, wir 1 nach oben gehen. Das können wir aber ziemlich einfach, weil wir wissen ja schon, es gibt nur diese 4 Arrow Keys, nämlich Up, Down, Left, Right. Und wir können also sagen, wenn unser Key Up ist, dann würden wir gerne die Position verändern. Und zwar unsere Position würden wir ziemlich einfach verändern wollen, und zwar auf eine neue Position. Also sagen wir Let Rows Column, unsere Current Position, Row Column. Wir wissen, wir haben den Pfeil nach oben gedrückt. Also wollen wir quasi eine Row nach oben gehen, also sagen wir plus 1. Was wir jetzt noch machen müssen, ist das Ganze zuweisen, also den Fokus zu definieren. Wenn wir das machen wollen, brauchen wir einmal eine Funktion, die kopiere ich mir einmal rein und sage, ich übergebe ein Element an diese Funktion setFocus, kontrolliere, ob wirklich ein Element existiert und setze einfach mit .Focus den Fokus auf das Element. Das ist wunderbar. Wir müssen jetzt natürlich noch ein Element finden, was natürlich genau auf unsere Row und Column passt, beziehungsweise unsere neue Row und neue Column, weil wir haben hier einen Wert dazugezählt. Das können wir über eine weitere Funktion machen, die wir ebenfalls definieren müssen, nämlich hier die Funktion SelectGridItem. Das gibt uns ein Element zurück, und zwar können wir über Document und dann QuerySelector was ganz Interessantes machen. Wir können hier einen Template-String definieren und jetzt zum Beispiel hingehen und über unser Data-Attribut etwas selektieren. Zum Beispiel genau unsere Row und natürlich ebenfalls genau unsere Column.
Also wir können diese beiden Elemente gezielt selektieren. Wir müssen hier aber noch Anführungszeichen umzusetzen und können jetzt hier das da oben aufrufen. Also sagen wir, okay, wir haben hier unser Select Grid Item, wenn ich das Ganze mal richtig schreiben würde, und übergebe hier meine Row und meine Column und rufe dann mit dem Element, was hier selektiert wird, Set Focus auf. In dem Moment, wenn ich jetzt hier eins auswähle und nach oben drücke, springen wir eins nach unten. Und das habe ich gemacht, weil hier plus 1, das muss natürlich minus 1 sein. Wenn ich jetzt hier reindrücke und nach oben drücke, springen wir auch eins nach oben. Wunderbar. Das funktioniert also. Aber wie können wir das denn jetzt erweitern für die restlichen 4 Tasten? Wir könnten hingehen und das kopieren und dann sagen down. Und hier machen wir jetzt wirklich plus 1. Und in dem Moment, wenn ich hier drin bin und nach unten klicke, springen wir nach unten. Wenn ich nach oben klicke, springen wir nach oben. Das funktioniert also. Aber wir sehen, wir kopieren hier relativ viel Code doppelt. Und dafür gibt es eine bessere Möglichkeit. Das gucken wir uns aber im nächsten Kapitel an. So und weiter geht's. Grundsätzlich, wenn wir uns das hier mal angucken, haben wir einiges an Logik. Nummer 1, wir selektieren den File. Also wir wissen, es gibt ein File Arrow Up und dann soll etwas passieren. Es gibt ein File Arrow Down, dann soll etwas passieren. Hier drin sehen wir aber, diese Zeile hier ist unverändert. Die ist in beiden Bedingungen gleich. Auch das hier unten, dass diese Funktion aufgerufen wird, ist bei beiden gleich. Wir können also schon mal hingehen und überlegen, okay, wir brauchen eine neue Funktion. Und zwar die neue Funktion heißt Handle Arrow Key. Die erwartet die Current Position, unsere Position, die wir verändern wollen, und den Change, den wir produzieren wollen. Das bedeutet, wir können hier uns erstmal das nehmen und brechen das runter. Wir wissen also, okay, wir haben hier eine neue Row, eine neue Column, und wir sagen, prinzipiell ist das erstmal unsere Current Position. Das nächste, was wir haben, ist, wir wissen ja, in meinem Fall, wenn sich Row verändern soll, dann verändert sich auch nur Row. Also wir können sagen, wenn Position Row ist, dann würden wir hier gerne Row verändern, nämlich einfach Row nehmen und dann plus unseren Change. Wenn das Minus ist, wird das abgezogen, wenn das Plus ist, wird es dazu gerechnet. Dasselbe brauchen wir jetzt nochmal, nur für unsere Column. Wir sagen also hier, wenn sich unsere Column verändert, dann wollen wir dasselbe machen. In dem Moment, wenn ich das jetzt so lasse und diese Zeile Code mir hier dazu kopiere, kann ich das Ganze abspeichern und zum Beispiel hier oben hingehen und sagen, ich rufe jetzt einfach nur noch diese Funktion hier auf. An diese Funktion übergebe ich jetzt meine Current Position, sage, in meinem Fall möchte ich gerne die Row verändern und wie wir gerade festgestellt haben, minus 1. Hier unten möchte ich dasselbe nochmal machen, allerdings einfach mit 1. Ich möchte das einfach dazu zählen. Das speichere ich jetzt ab, klicke hier rein und gehe nach oben, gehe nach unten, funktioniert. Aber das, was wir zu Beginn des Videos ja besprochen haben, ich würde hier gern auch ins Unendliche gehen. Und das kann ich aktuell noch nicht. Und zwar müssen wir hier noch eine Bedingung reinbauen, wenn nämlich unsere Column, unser Maximum, entweder ganz rechts oder ganz links und unsere Row ganz unten oder ganz oben erreicht hat, dann wollen wir das abfangen. Also wenn unsere Column kleiner ist als 1, dann gehen wir auf unsere Max-Column-Zahl, also wenn wir hier sind und rüber gehen, springen wir ganz nach Ende, oder wenn wir hier unten sind und ganz nach unten gehen würden, springen wir wieder nach oben. Und das müssen wir jetzt hier auch noch einbauen. Das machen wir einfach über diese beiden kleinen Bedingungen. Und das Letzte, was uns jetzt noch fehlt, sind natürlich die beiden fehlenden Funktionen, nämlich nicht nur Arrow Down und Left, sondern auch Right und Left. Das speichern wir jetzt ab und in dem Moment kann ich hier wunderbar durchnavigieren. Unser Screen funktioniert so, wie wir das vorhaben. Und wenn ihr das Ganze mal testen wollt, findet ihr unten in der Videobeschreibung natürlich eine Demo. Und ihr könnt ja auch mal einen Kommentar da lassen, wie euch das Video gefallen hat, ob ihr das braucht. Und ja, ansonsten bis nächste Woche. Bis dahin viel Spaß und ciao.